Okay, ich schneide gerade dieses Video und ich möchte schon mal eine Triggerwarnung hier aussprechen an der Stelle. Ich freue mich schon auf die Kommentarsection. Ja, ihr werdet es jetzt gleich sehen. Ihr werdet es sehen. Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Titan. Und mit dabei ist natürlich die Toni. Hallo. Bevor wir jetzt auf den Server joinen, müssen wir euch kurz was erzählen. An dem Tag, wo wir das gerade aufnehmen, kam die sechste Folge online. Und wir warten jetzt seit 2 Tagen, also am ersten Tag, das war direkt nach der sechsten Folge, haben wir so 2 Stunden gewartet. Und jetzt am zweiten Tag auch wieder so 2 Stunden auf FaZe und Celtics, dass die joinen, weil die den Strike bekommen haben. Das wisst ihr ja eh schon. Aber die sind noch nicht gejoint. Es Aber war ein einige toller andere Tag Leute. auf jeden Fall. Ja, war ein toller Tag bisher. Also wir sitzen jetzt seit 16 Uhr da, wir haben jetzt kurz vor 8. F5, F5. Es ist halt, aber auf jeden Fall, die sind nicht gejoint, aber es sind einige andere Teams gejoint. Und wir glauben halt auch, dass die anderen Teams auch versuchen, die zu snipen, beziehungsweise sogar wissen, dass wir dort sind und uns snipen wollen. Warum die das wissen sollten? Naja, ich habe vielleicht aus Versehen statt der sechsten zuerst die siebte Folge hochgeladen und die war dann eine halbe Stunde online, bevor ich es gemerkt habe. Und eventuell Ja. hat das jemand gesehen, weil Norris das dann im Discord geschrieben hat. Also, was jetzt sein kann, wenn wir draufschauen, wir warten, weil es ist jetzt fast 8 Uhr und Basti streamt noch nicht, dass Basti und Fabo uns jetzt nachschauen. Und wir wissen nicht, wer noch. Es könnte jeder sein halt. Das ist halt das Ja. Problem. Wir haben Jetzt aber wird's geschaut, richtig was wir haben, spannend. was wir machen können. Es kann jetzt richtig spannend werden. Es kann jetzt sein, dass auch gar nichts passiert. Es kann wirklich sein, dass niemand uns nachschaut. Ja. Aber wir hätten auch halt einen Plan, was wir machen, wenn Ich weiß wir. ehrlich nicht, was mir lieber ist, ne? Ich weiß nicht, was Ob mir niemand lieber joint ist. oder wirklich Ja, alle ich joinen. weiß es nicht. Also wenn jetzt 2 oder 3 Teams joinen, würde ich es mega feiern. Das wäre richtig geil. Boah, okay. Wir müssen unbedingt den Diapfel machen, das dürfen wir nicht vergessen. Ja, safe. Machen wir direkt. Und ja, okay, ich würde sagen, wir gehen einfach mal drauf, oder? Okay, ready? 3, 2, 1 und drauf. Hm, ihr habt ein bisschen Angst. Hä? Fällt Restart, scheiße, Vini. Oh nein, das ist genau das. Fuck. Ich habe aber. Fuck, ich muss neu starten. Oh Gott, du musst alles neu starten. Ja, Du musst ich mach Technik auch neu direkt, ich mach starten. direkt. Nimm die Folge einfach alleine auf. Ja, Mann. Okay, das, jetzt, wenn es jetzt nicht nochmal geht, dann. Uff. Das ist halt wirklich Ah! Big Uff dann. Aber es kommt halt wirklich niemand. Also, Oh, jetzt jetzt geht's, bin ich glaube ich. spannender. Jetzt bin ich enttäuscht, muss ich Halleluja. sagen. Ich bin übrigens in den Sumpf gelaufen. Ich bin bei minus Ich bin da, 2700 ich und bin da. 3100. Also, ich bin einfach über den Berg gelaufen, wo wir Über hergekommen sind, den und nicht Berg, wo einfach wir zurück. hergelaufen sind, okay. Ich glaube, ich weiß wo. Wenn Ah, jetzt shit, wir einer hätten uns. gejoint gewesen wäre, Ah, das wäre richtig gut das gewesen, ne? wäre Wir hätten uns so vorher die RIP Quads gewesen. raussuchen sollen von Danny und von Norisk. Weil die haben ja die Melonen sammeln liegen lassen bei sich. Ich habe gehört, dass am Spawn welche sein sollen, aber da sind aber auch so grüne Blöcke. Vielleicht hat jemand diese grünen Blöcke mistaken mit Ja, das hat Melonenblöcken. jemand in die Kommentare geschrieben, ne? Wollen wir da kurz Ja. hingehen? Ja, können wir machen. Wo bist du Dann jetzt? Also, ich gehen wir sehe zum ein Spawn. Crafting Table. Da oben bei dem Wald, den Crafting Table. Ich bin schon ein Stück weiter, ich bin unten im Sumpf hier. Also, wenn du einfach weiterläufst. Okay. Solltest du mich dann gleich sehen, ich laufe hier gerade. Oh, Fabo ist Fabo. da! Und Fuck. Basti, ja. Fuck, 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 fuck. Ich. Lauf zum Spawn, Wo? lauf zum Spawn, lauf zum Spawn. Ich weiß gar nicht, ob ich in die richtige Richtung laufe. Du hast den Kompass, du hast den Ja, Kompass. okay. Wo sind die? Ich sehe die, Keine ich sehe Ahnung, die, da ich sehe sind. die, ich sehe die. Echt, sind die bei dir? Die laufen Richtung Spawn. Okay, dann weg vom Spawn, weg vom Spawn, weg vom Spawn einfach. Einfach irgendwo in eine andere Richtung erstmal. Ich laufe Richtung Akazienbiom. Glauben safe, dass wir nicht da gehen, oder? Ich weiß nicht, Sind ob die ich bei mich. dir? Ich glaube. Glaub, dann, die sehen mich. Die Die sehen kommen. dich? Die laufen zurück. Die haben Wo willst du hin? die. Sag mir deine Da, Quads, wo sag mir ich deine gespawnt Quads. bin und dann Richtung Spawn. Das müsste hier bei mir sein. Sag mir deine Quads, sag mir deine Quads. Warte, warte, Falls die dir zu nahe kommen, wir fliegen einfach in der warte. Richtung spawnen. 1200. Minus 1200. Hä, nein, das kann nicht Minus sein. 2500. Ja? 2600 und 2900. Okay, ich bin im Weg. Oh Gott, wir müssen die jetzt fighten, aber die mal Ich weiß richtig nicht, ob gut die aus mir dem noch Quick. hinterherlaufen, aber ich glaube. Ich laufe immer weiter in Richtung Osten. Ja. Ich bin am Weg, ich bin am Weg. Ich bin mir relativ sicher, dass die mir hinterherlaufen. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Aber ich weiß es nicht mehr. Ich habe die nur einmal kurz gesehen gehabt. Und du läufst nicht im Osten, hast du gesagt, ne? Da läufst du weg von mir. Das die sind jetzt vielleicht zwischen uns gerade. Nee, ich glaube, ich sehe mich nicht mehr. Fuck. Ich will überlegen, was ich jetzt machen soll. Ich bin hier am Sneaken. Die sehen dich nicht, ne? Ich glaube nicht. Ich sag dir meine. Wenn sie dich sehen, dann wirf die Enderperle über sie drüber Richtung Spawn. Also du musst in andere Richtung. Du darfst nicht Richtung Osten, sondern Ja, Westen. aber Wir sind die zwischen gehen uns halt gerade. Richtung Spawn, die sind zwischen uns. Ja, ich weiß, ich laufe jetzt weg. Ich laufe jetzt in den Bogen. Ich laufe jetzt in den Bogen. Okay. Ich gehe jetzt in ein anderes Biom und versuche dann zu dir zu kommen über das Biom. Warten die, glaube ich, nicht. Beziehungsweise die checken halt eh nicht, wo ich bin. Das ist das Problem. Ich bin War so unlucky. ich war quasi hinter denen. Ja, ich weiß. Die waren halt genau zwischen uns. Ich Ja. wusste, dass die uns snipen, Alter. Basti, ich kenne dich doch. Ich habe nicht 2 Varus mit dir gespielt, um das nicht zu checken. Boah. Ich war so nah an denen, dann habe ich mich umgedreht und dann haben sie sich aber auch umgedreht. Aber ich weiß nicht, ob die sich einfach so umgedreht haben
oder ob sie sich umgedreht haben. Ich glaube, die haben sich umgedreht, weil sie wissen, dass ich ja gerade erst gejoint bin. Das heißt, ich bin noch an dem Punkt gewesen, aber dann haben sie sich doch entschieden, anscheinend erst zu dir zu gehen. Fuck doch, das ist in meinem. Oh mein Gott. Fuck doch, das ist in meinem. Oh mein Gott. Sind sie los? Toni? Ja, ich war direkt an der Border. Ich laufe jetzt in die andere Richtung. Ich laufe jetzt Richtung Spawn. Haben die dich schon gehittet? Oder noch nicht? Nein. Ich habe meine Enderperle. Ich muss meine Enderperle werfen. Okay. Über die drüber, weil ich war direkt an der Border. Du musst mir die Quads dann sagen, wo du die Perle hinwirfst. Ich habe die Perle schon geworfen. Ah, okay. Ich bin nicht so weit. Ich bin direkt an der Border. Die kriegen mich safe. Ich bin direkt an der Border. Sag mir deine Quads nochmal. Warte, ich kann gerade nicht. Ich muss gerade. Die sind direkt unter mir. Die haben mich gleich. Safe. Nein, ich komm. Minus 2500. Ja? Minus 2500, 2700. Okay, ich bin dran und Blöcke weg. Ich seh euch. Siehst du mich? Ich versuch vor dich zu kommen. Okay. Dass sie uns nicht abschneiden. Ich lauf Richtung Savannah, ne? Ja, ich bin schon in der Savannah. Die sind so hinter mir. Wir both rennen gleich, wenn ich da bin. Ich bin gleich da. Siehst du mich noch? Ich bin hinter denen. Hinter denen? Ja. Was soll ich machen? Vielleicht rennen die um. Hab Pavo getroffen. Ich glaube, die drehen um, oder? Nein. Ich hab dir ein bisschen Zeit verschafft, glaube ich. Ich hab mitbekommen. Ein Herz hat er mir Basti gezogen. Basti ist dicht hinter dir. Ich versuche wieder zu der macht mir, wieso gibt er mir Hits? Er gibt mir ganz viele Hits. Er hat Speed. Er hat Speed, fuck. Gott. Versuch Blöcke unter dir zu platzieren, vielleicht. Warte, ich kann nichts machen, ich bin zu weit weg. Wie viel Herzen? Ich bin out of border. Ich hab mein Schwert ist weg. Mein Schwert ist, what the fuck? Ich bin tot. Ich weiß nicht, was das gerade war. Boah, die haben mich in die Border gekickt und dann war ich komplett. Ich bin tot. Oh mein Gott. Er hat mich komplett aus dem Leben genommen gerade. Die sind auch halt beide Speed. Bei mir. Komm nicht weg von dem. Speed hat mich komplett überfordert. Ja. Geh weg, Vini. Ja, ich versuch. Boah, shit. Das mit dem Speed habe ich auch nicht gerechnet. Ich habe auf einmal die ganze Zeit Hits bekommen. Oh nein. Ich bin, glaube ich, safe. Okay. Holy shit, mein Herz, Alter. Ja, same. Boah, wie haben die mich nochmal gefunden? Und wie kamen die so schnell? Ach so, wegen den Speedtränken kamen die haben schnell hinter mir her. Oh. Da hat die Enderperle überhaupt nichts gebracht. Ich hätte mich einfach einbuddeln sollen, in dem Moment, wo ich zum ersten Mal entkommen bin. Holy shit, Alter. Ich wünschte, ich hätte auch was machen können. Ich war halt zu weit weg. Ja, wir hätten uns nicht trennen dürfen da. Als ich kurz warten musste. Wir dachten halt, wir sind safe, weil keiner joint. Das ist halt so anders. Ich versuche halt irgendwie zu überleben. Es gibt halt sowas, ne? Ich kann dich noch zurückholen, ne? Ja. Aber gegen die kann ich nicht fighten. Nee. Das müssen die Zuschauer jetzt auch, glaube ich, verstehen. Oh mein Gott, Alter. Ich wurde halt komplett hops genommen. Ich habe halt die Enderpelle geworfen. Die waren fast direkt wieder hinter mir. Also ich habe die Enderpelle jetzt auch nicht krank weit geworfen, aber die waren Speed direkt halt hinter mir. Super OP. Und dann plötzlich kamen die ganze Zeit Hits von hinten. Und ich dachte mir so, hey, ich lauf doch geradeaus. Kann doch nicht die ganze Zeit hinter mir sein. Ich lauf doch normal geradeaus. Dann hatte ich 3 Hits oder so, 4 Hits. Und dann war ich eigentlich instant dead quasi. Dann wurde ich in die Border gekickt und dann war er eh vorbei. Die haben deine Goldäpfel alle bekommen, ne? Ja, klar. Na, ich habe 2 gegäppelt. Aber sonst, ja. Die haben auch dein Schwert, Alter. Die sind so gut equipped jetzt. Ja. Das war der schlimmste. Ich will mir das gar nicht anschauen. Das war der peinlichste Tod der Welt, ohne Witz. Ich kriege auf einmal Hits von hinten. Und plötzlich, war mein Schwert auch weg. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Ich weiß es nicht. Ich war voll in Panik gerade. Ich war voll überfordert. Als ich die ersten 4 Hits bekommen hatte, ich wusste nicht, was ich machen soll in dem Moment, Vini. Weil ich mir dachte so, okay, ich kann jetzt nicht in 1-on-1 gegen Basti gehen und Fabo, weil die waren ja beide hinter mir. Ich wusste, sobald ich mich umdrehe, bin ich in einem 1v2. Weglaufen kann ich aber auch nicht mehr, weil die Speed haben. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das Einzige, was geholfen hätte, ist, wenn ich ein bisschen closer gewesen wäre, dann hätte ich den Turn callen können und hätte halt auf Fabo perlen können. Mhm. Aber das wäre halt auch super riskant gewesen. Ich habe noch ganz traurig versucht, eine Lava zu setzen auf so einem Stück, weil da war halt auch überall Gras, deswegen ging das nicht auf so einem Stück, wo so ein bisschen Sand war. Aber das war so eine Panic-Lava und das, Ja, kannst du nichts machen. Ich hol dich zurück. Ich muss nur Hugo und Domse oder Airfall killen, ich hol dich zurück.
Damn. Bist du in Sicherheit jetzt? Erstmal überleben. Ich glaube schon, ja. Ich bin halbwegs safe gegangen. Ich habe meine Perle geworfen, habe mich sofort eingebuddelt und mit Enderseite hinter mir zugebaut, also ich sollte safe sein. Ich habe sogar falsche Wege gebaut, also die finden mich safe nicht. Ich habe Titan gefunden. Titan, yeah! Ja, okay, ich glaube, ich beende meine Folge dann hier an der Stelle. Gib mir 2 Folgen, dann bist du wieder dabei. Okay. Leute, ihr wisst Bescheid. Die nächsten Folgen gibt es dann jetzt bei Veni. Und dann hoffen wir, dass wir das nochmal schaffen, nochmal reinzukommen. Also, um es kurz zu erklären, man kann mit 2 Köpfen und ein bisschen Gold und Redstone seinen Teammate wiederbeleben. Ich wurde auch noch von Fabo gekillt. Fabo! Mann, Fabo, wir kennen uns doch! Wieso tust du mir das an? Ja. Das heißt, meine Folge ist jetzt an der Stelle vorbei. Ich mute mich eben eine Sekunde. Ja, mach das. Dann die nächsten Folgen bei Veni vorbei. Ich verlinke euch den oben und dann hoffen wir, dass Veni es nochmal schafft, mich zurückzuholen. Ich gebe es ganz ehrlich zu, meine PvP-Leistung gerade war halt einfach nur traurig. Aber ich wusste, ich war in Panik, weil, wie ich es gerade schon erklärt hatte, ich konnte nicht mehr flüchten. Aber ich hätte auch nicht 2 vs. 1 gegen Fabo und Basti kämpfen können. Das hätte never geklappt. Deswegen, ich hatte keine Möglichkeit. Ich hätte meine Lava getroffen, aber dann hätte Basti sich direkt gelöscht. Das war irgendwie alles scheiße. Ja, auf jeden Fall hoffen wir, dass das Projekt jetzt noch nicht zu Ende ist für mich. Wenn doch, danke fürs Zuschauen hier. War mal sehr interessant, in so ein Sweat-Projekt reinzukommen, wo man einfach mal wartet, bis Leute joinen. Das ist ein weird Move. Habe ich so nicht gedacht, dass es wirklich so passiert. Aber ja, interessant auf jeden Fall. Ja, dann hoffe ich jetzt, dass Veni das schafft. Ich meine, es gibt noch einige Solos, die könnte sich Veni auf jeden Fall snacken. Aber schwierige Sache auf jeden Fall. Schwierige Sache. Dann sehen wir uns die Tage dann hoffentlich wieder. Wenn nicht mit einem normalen Video, was dann die Tage kommt. Sonst schaut bei Veni vorbei, wenn ihr weiter Titan verfolgen wollt. Oder dann wieder bei mir, wenn ich wieder lebe. Und dann sehen wir uns. Bis dahin, Leute. F's in den Chat. Bis dann. Tschüss.